Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf Reefer Games und heute würde ich gerne anfangen, ein OPGS zu bauen. Und ja, ich lande hier einfach direkt daneben. Und wenn ihr die Idee super findet, dass ich auch mal ein OPGS jetzt auf Reefer Games bauen möchte, dann lasst auf jeden Fall einen Like auf das Video da und abonniert mich auch gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber ich würde sagen, wir merchen uns jetzt erstmal einen Vierer-Merch. Ich würde es gerne auf einem Vierer-Merch machen, ja. Und dafür würde ich sagen, fliegen wir erstmal jetzt ganz weit in eine Richtung. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir vom Spawn wegfliegen. Also jetzt hier wird es niedriger. Und das wird auch niedriger. Also müssen wir ja eigentlich in die Richtung fliegen, oder nicht? Ja, aber auf jeden Fall, hier ist irgendwie voll die coole kleine Kolonie entstanden. Naja, aber auf jeden Fall werden wir weit wegfliegen von den zwei AFK-Gässen und den ganzen Gässen hier in der Nähe. Und dann würde ich sagen, kann ich euch das Ganze auch einfach mal raus. Und dann sehen wir uns am besten gleich, wenn ich eine Stelle gefunden habe. Also, ich habe jetzt eine Stelle gefunden, wo ich meinen Plot claimen werde. Und zwar sind das die vier hier um mich rum. Ich würde sagen, ich fange einfach mit dem hier an. Und zwar mache ich da P. Nicht P-Claim, sondern ich muss slash M machen und mir das dann kaufen. Kaufe dir ein weiteres Plot. Du hast ja ein neues Plot gekauft, kann ich jetzt hier abbauen. Ja, perfekt, das funktioniert. Dankeschön. Dann kaufe ich noch das hier. Slash M. Kaufen. Slash M. Kaufen. Slash M. Und kaufen. Und wenn ich jetzt einmal slash PI mache, überall müssten die Plots jetzt mir gehören. Perfekt. Ja, scheint zu funktionieren. Und jetzt merge ich die ganze, und zwar einmal in die Richtung, slash merge. Dann Achtung, alle Grundstücke müssen dir gehören, ansonsten, was ist jetzt? Ja, verbuggt sein oder funktioniert, kann mir keiner helfen. Was ist die Verantwortung? Maximal genau, bla bla. Dann slash merge confirm. Perfekt. Dann machen wir das nochmal in die Richtung. Oh, erstmal natürlich merge. Und Merge Confirm. Und dann haben wir das jetzt so gemacht. Kann man eigentlich hier jetzt den Rand setzen? Ich glaube, das ging nur bei Vierecken, ne? Ah, lol, okay. Das ist interessant zu wissen. Aber das ist doch, ja, hä? Leute, das checke ich aber jetzt gar nicht. Warum kann ich hier den Rand setzen, wenn das doch gar nicht mir hier gehört? Okay. Ja, Leute, das ist doch auch ein hübsches GS. Kann man auch super was drauf bauen. Nee, ich würde sagen, wir machen das dann auch einmal. Hier merchen, da merch und nein, erstmal natürlich normal merchen, merch confirm, dann haben wir das auch einmal gemercht, dann können wir hier natürlich gerne den Rand setzen und auf was setzen wir den Rand denn tolles? Ich würde sagen, wir setzen den Rand auf, was ist denn, was ein schöner Block. Kohle. Ich würde den Rand nämlich dann gerne eins runterziehen mit Pistons und so, das sollte ja eigentlich, ah, die Ecken, ne? Das mit den Ecken ist halt doof, ne? Okay, ich werde mir da auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Jetzt erstmal lasse ich das so. Und dann gehe ich mal zu meinem fünften Guest hin. Mein fünftes ist hier. Okay, dann gehe ich halt zu meinem sechsten. Okay, Leute, das ist jetzt mein sechstes GS hier. Landet man hier. Und da würde ich sagen, habe ich irgendwas in der C? Nein. Erstmal hole ich jetzt ein paar Blöcke. Einfach hier, ich würde es Cobblestone sagen. Ich möchte einen Grundriss ziehen. Mal auf meinem sechsten GS, okay? So, also, PH6. Lande ich hier. Es müsste eigentlich exakt die Mitte sein. Und ich habe Gravel geholt. Ach nee, da habe ich auch nochmal Blöcke. Okay. 1, 2, 3. Also hier ist die Mitte. Und da würde ich sagen, machen wir einen 5 Blöcke breiten Weg. So, der Weg soll natürlich hier ein Stück aufs GS raufführen. Würde ich sagen. Und zwar würde ich sagen, machen wir den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erstmal lang. Leute, das bleibt natürlich jetzt nicht hier so aus Cobblestone, sondern ich werde das dann nachher alles austauschen, aber ich möchte jetzt erstmal einen schönen Grundriss hier ziehen für das Gas. Und ich würde sagen, man könnte hier jetzt eigentlich voll den guten Kreis rumbauen, oder? Und dann in die Mitte irgendwie so einen Tower oder so. Dann P Mittel, gucken wir doch nochmal. Wir setzen jetzt mal hier die Mitte fest, ja? So, und Vierer-Mesh ist auch nicht ganz so groß. Aber ich würde sagen, wir machen dann hier so einen Kreis hin. Und zwar machen wir den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann ist der 21 Blöcke, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, wenn ich jetzt P Middle mache, lande ich hier, setze ich da meinen Block drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt, das funktioniert so. Dann müssen wir natürlich jetzt hier noch einen Kreis ziehen. Ich würde sagen, den machen wir auch hier so an den Weg ein bisschen angepasst. So 5 Blöcke breit. Okay, der ist jetzt ein bisschen fehl platziert. 1, 2, 3. Wir müssen es irgendwie so ein bisschen kreisförmig aussehen lassen.
Okay, ich habe jetzt hier so einen Kreis entstehen lassen. Hier möchte ich am Ende so einen richtig schönen großen Turm stehen haben. Und außenrum möchte ich so ein bisschen Garten, Wiese und sowas haben, die natürlich auch schön designt ist. So, und darum möchte ich natürlich jetzt erstmal einen Weg bauen. Und aber auch einen rein. Ich würde sagen, wir machen hier noch einen Weg hin. Und zwar hier. Dann würde hier der Eingang hinkommen. Der würde aber, denke ich mal. Ah, ich weiß nicht, wie ich den Eingang mache. Das gucke ich dann alles später. Aber auf jeden Fall kommt hier der Weg hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt so. Und 1, 2, nee, nicht da, sondern hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, und auch 9. Dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich noch so einen runden Weg. Also ich mache den jetzt mal nur so erstmal. Der dann einmal im Kreis führt, würde ich sagen. Ja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Wenn der Weg jetzt einmal hier so im Kreis einmal außen rum führt um den Turm und dann so also ein bisschen Wiese ist und ein bisschen Wasser. Also ich würde dann, glaube ich, hier könnte ich eine Brücke hinmachen. Hier könnte ich eine Brücke hinmachen. Also ich habe da schon ein paar Überlegungen, aber jetzt erstmal möchte ich die Grundrisse fertig ziehen. Okay, also ich habe jetzt hier auch schon einen Kreis gemacht. Ich würde sagen, ich ziehe den Innenring dieses Kreises auch noch, dass man einen fertigen Weg hat. Und dann würde ich sagen, können wir direkt mit dem Rest weitermachen. Okay, dann haben wir das auch fertig. Dann haben wir jetzt hier einmal so einen Weg außen rum und dann kann man hier einfach so ganz normal langlaufen, dann im Kreis oder so. Und schreibt mal, ich habe jetzt hier vorne einen Eingang gemacht, ja. Also bei dem Weg hier vorne, also das ist halt jetzt immer noch der Weg. Wie gesagt, es wird alles ausgetauscht und das leckt irgendwie gerade wie Sau auf diesem Server. Also am Ende ist dann hier so ein cooler, krasser OP-Weg. Kann man hier dann so langlaufen, kann man hier halt wieder geradeaus oder halt so ein bisschen im Kreis laufen. Am Rand mache ich natürlich noch was. Was, habe ich noch keinen Plan. Aber soll ich machen, dass man an jeder Seite hier so rein kann in diesen Turm dann am Ende oder nur von einer Seite, also nur von hier. Oder wie soll ich es machen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, jetzt habe ich hier so ein kleines Grundgerüst. Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr schon mal so vorbauen, sag ich mal. Und zwar, ja, können wir jetzt hier, also das ist unser Grundgerüst, ne? Hier in der Mitte soll auf jeden Fall Eis sein. Das möchte nämlich mein GS so ein bisschen in dem Eisstil, im Kältestil, weil es ja auch gerade jetzt so, ja, Winterzeit ist, möchte ich mein GS so ein bisschen winterlich und eiszeitlich gestalten. Also hier schön viel mit hellen, weißen Farben arbeiten und auch ein bisschen hellblau und so. Und auch mit Eis, Schnee und so. Deswegen würde ich hier gerne überall Wasser und halt größtenteils Eis hin machen und dann hier vorne so eine Brücke. Also auf Deutsch, damit ich mir das besser merken kann, würde ich sagen, mache ich jetzt hier so eine kleine Erhöhung. So, dann denke ich mal, kann ich mir merken, dass das eine Brücke darstellen soll. Hier, so. Und ich denke mal, dass es auch ganz cool aussehen kann und wird, wenn wir das so machen. Und ihr könnt mir auch reinschreiben, was ihr davon haltet. Und ich werde hier dann auch noch nach dem Video ein paar Spendentrichter aufstellen, wo ihr dann Items reinwerfen könnt. Köpfe zum Beispiel. Also wenn ihr euren Kopf hier reinbekommen haben wollt, dann benennt den Kopf im Amboss, naja, dass er hier hin soll. Denn ich kann ja hier, wo dieser Kreis ist, kann ich ja jede Menge Köpfe hinsetzen. Also von daher, sonst setze ich da einfach Wither Skulls oder Ripex-Köpfe oder irgendwie sowas hin. Aber auf jeden Fall, das ist so die Überlegung von meinem GS, wie ich sie mir jetzt vorstelle. Natürlich nachher alles mit OP-Stuff und so. Also hier jetzt, wo die ganzen Ränder sind, das werde ich am Ende gegen Endstone austauschen, denke ich. Und wenn ich schaffe, darauf Drachen-Eier und den Boden komplett durch Beacons. Das kann, glaube ich, hier auf dem Weg ganz geil aussehen. Hier halt sehr viel Eis und im Turm dann halt einen großen Turm. Also der Turm soll schon sehr hoch werden und den müssen wir natürlich auch noch cool gestalten. Und an sich könnte man ja dann noch das eventuell sogar hier erweitern, dann da noch einen Turm, also hier jeweils um Plots erweitern. Eventuell kriegt man da ja mal einen Admin gesprochen oder so. Eventuell, ich denke eher nicht, aber vielleicht kann man das ja machen. Ich werde mir den Plots neben dran auf jeden Fall kaufen noch. Und dann könnte man da noch einen Turm hinstellen, da noch und da noch. Und die dann weiter oben so verbinden oder so. Das sähe, glaube ich, auch ganz cool aus. Aber auf jeden Fall, das ist erstmal meine Überlegung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt, wie ihr das haltet, wie ihr das findet, was auch immer. Ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch offscreen ein bisschen Gedanken machen und im nächsten Video bauen wir dann einfach weiter. Ich würde sagen, ich mache die Skizze, sage ich mal, wie ich es nenne, mache ich dann offscreen fertig, aber damit ihr schon mal seht, wie meine Vorstellung im Endeffekt ist. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, was mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, abonniert mich auch gerne und aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.